Was denkst du, wenn du in den Himmel blickst? Eine einfache und fast schon kitschige Frage, doch so viel Potenzial der seelischen Reflexion. Was fühlst du, wenn du das unbekannte Universum vor Augen hast? Was glaubst du, welche Bedeutung du für dieses Universum darstellst? Mit dem Blick auf unsere Erde erfahren wir unsere Bedeutung oft nur an dem, was des Menschen politischen Plan und seinen Identifikationen vorausgeht. Die Praline unserer Kultur ist nicht immer die Nahrung der geistigen Entwicklung. Kosmetische Fassaden und Etiketten bedienen oft nur die Doppelmoral des Egos. Doch was wäre, wenn wir einen neuen Geschmack erschaffen? Eine Praline der freiheitlichen Gedankenwelt, seelische Nahrung, die uns durch eine bedingungslose Freiheit das Leben versüßt. Wir vermissen so viel auf dieser Erde und auf das, was niemand braucht, wird ein Tempel des Bedarfs gebaut. Doch das meiste, was wir vermissen, können wir nicht einmal sehen, denn wir haben verlernt, mit ganz anderen Augen zu sehen. Obwohl über uns die Freiheit liegt, bleiben wir in diesem zerbrechlichen Gebilde des menschlichen Systems. Manchmal schauen wir durch das Glas der Konditionierung. Wir reflektieren diese Gesellschaft. Doch fühlen wir eine Wand vor uns, die uns dazu verleitet, aus Angst und Stress diese Realität anzunehmen. Uns wird gar nicht klar, wie zerbrechlich diese Wand vor uns eigentlich ist. Uns einfach nur Mut, Zusammenhalt und Entschlossenheit fehlt. Doch irgendwann wachen immer mehr Menschen auf und stellen sich vor diese politische Landschaft. Denn wenn die Seele plötzlich erwacht, dann spielen die neuronalen Gewohnheiten und manipulierten Identifikationen keine Rolle mehr. Dann will die Freiheit ihren Atem zurück. Zwei entschlossene Herzen können manchmal schon viel auslösen. Doch dann werden es immer mehr und mehr. Zu lange schon schauen wir dabei zu, wie jährlich das psychische Leiden zunimmt und Menschen durch diese Leistungsdiktatur erkranken. Leistung ist nicht nur der berufliche Fleiß, das ist eine organische Disziplin. Leistung ist des Geistes Liebe, Kreativität, Schöpfung, Selbstreflexion, Entwicklung, Scharfsinnigkeit und gegenseitige Akzeptanz. Doch eine Akzeptanz, die sich nur am Hebel des vorgestellten Systems bewegen lässt,
ist keine Akzeptanz, sondern eine suggestive Misshandlung organischer Prägungen. Doch auch für dich scheint am Ende das geistige Licht. Nur manchmal wissen wir einfach nicht, wann oder wohin wir laufen sollen. Denn es läuft das beeinflussende Programm dieser oberflächlichen Gesellschaft. Genau dieser Weg hat deine Prägung definiert. Doch wie versteht sich eigentlich unser menschliches Problem? Gehen wir einmal möglichst kurz zum Boden der Biologie zurück. Des Menschen physische Steuerzentrale ist das Gehirn. Dieses besteht nach unserem Kenntnisstand aus 100 Milliarden Nerven. Die Wissenschaft versteht noch sehr wenig vom Gehirn und vor dieser riesigen Zahl steht also erst einmal eine menschliche Unwissenheit. Was wir wissen können, ist die Tatsache, dass dieses Gehirn nur darauf wartet, durch äußere Reize beeinflusst und manipuliert zu werden. Wir programmieren also sozusagen dieses Gehirn durch unsere relative Umwelt und der Status quo der jeweiligen Elite und Gesellschaft prägt unsere weitere Laufbahn und Identifikation. Uns begegnen emotionale, ideologische, politische, schmerzhafte, physiologische, soziale oder ängstliche Eindrücke und je nachdem, wie energiereich das Potenzial der Liebe erlebt wurde, bildet sich eine empathische und soziale Kompetenz, die nach intensiven Gefühlen das reflektierende Gewissen beanspruchen kann. Doch destruktive Erfahrungen, vor allem in der Kindheit, führen schnell zu einer Persönlichkeitsstörung. Und das, was wir aber oft gar nicht berücksichtigen, ist die integrierte Pseudogesundheit einer staatlichen sozialen Norm. Denn genau diese führt ebenso zu einer Störung, wenn ein Gehirn für eine temporäre gesellschaftliche Idee missbraucht wird und der Leistungsdruck zu psychischen Beschwerden führt. Der letzte Gesang bleibt dann oft die Stigmatisierung von außen und das primitive Raster will einfach nur sein Profil verteidigen. Die Gewohnheit. Doch das mächtigste Problem liegt nicht beim Gehirn alleine, denn die Dinge, die für uns nicht sichtbar sind, aber doch existenziell, können wir nicht im Gehirn lokalisieren. Und wir nennen es Geist, Seele oder Bewusstsein. Das Problem besteht nicht nur bei der unbekannten Dunkelheit dem gegenüber, sondern vielmehr durch die mangelnde Förderung eigener geistiger Potenziale. Menschsein lässt sich auch als eine Probe verstehen. Welcher Mensch schafft es, das Gehirn und seine Seele zu trennen, sich dessen bewusst zu sein? Wer erlangt wortwörtlich Bewusstsein über seine affektiven Verzerrungen? Wann bin ich Mensch? Ein Opfer des politischen und sozialen Trends? Wann bin ich Seele, Geist und Bewusstsein? Ein sich dessen bewusstes Lebewesen, welches sich selbst und seine soziale Umwelt studiert. Und genau deshalb sind wir in diesem Zustand der oberflächlichen Gesellschaft, da sich die meisten Menschen durch die Gewohnheiten des Gehirns motivieren lassen und der Weg zum metareflektierenden Geist einfach viel zu komplex ist. Also hört man lieber vielmehr auf seine einmal integrierten Emotionen, die sehr oft mit verzerrten sozialen Ergebnissen zusammenhängen, denn diese Emotion möchte gelöscht werden. Doch ob diese Emotion mit einer gesunden Verbindung im Einklang ist, das ist erst einmal relativ. Doch die Erfahrung und Gewohnheit will dann sehr oft vom Ego verteidigt werden. Wir fördern in dieser Gesellschaft hauptsächlich nur das Gehirn, während die Seele
nicht verstanden werden kann und dann einfach ausgeblendet wird? Und was geschieht, wenn man das Herzstück des Lebens nicht beachtet und einengt? Es entstehen psychische Krankheiten. Und warum? Hier würde ich persönlich vermuten, dass es an der Korrelation zwischen Seele und Leib liegt, Bewusstsein und Gehirn. Das geistige, liebevolle und meist kreative Potenzial kann nicht genug atmen und somit überträgt die Seele elektrische, feinstoffliche oder energetische Spannungen auf das Gehirn, welches in dieser Konsequenz sein biochemisches Potenzial beansprucht und uns als Mensch ein Gefühl erleben lässt. Wir müssen unser Schulsystem, sämtliche politische Ideen, Arbeitsverhältnisse, Gruppendynamiken, Ideologien und wirtschaftlichen Einrichtungen, gesamter Lobbyismus, wir müssen das überwinden und durch progressive geistige Elemente ersetzen. Oder reicht es nicht aus, dass psychische Krankheiten immer nur weiter zunehmen, anstatt zurückgehen? Man sollte diesen politischen Laden bei aller Liebe von Skynet terminieren lassen. Denn ein Teil der Krankheiten und auch Suizide entsteht durch diesen von der Politik erschaffenen Druck. Denke noch einmal an den Himmel zurück, an dieses beeindruckende Universum. Betrachte nun deine Sorgen oder selbstverständlichen Abhängigkeiten hier auf Erden. Geld, Druck, Rechnungen, Schulden, Angst, Stress, Gewalt, Mobbing, sämtlicher sozialer Druck. Jetzt tauche immer tiefer in den Himmel hinein. Gleite bis zu den Farben des Universums. Erreiche nicht physische, aber geistige Dimensionen. Entferne dich von deinem Körper. Dein nicht lokales Bewusstsein besteht immer und ewig. Dein Körper ist dein aktuelles Fahrzeug einer gewissen Erfahrung. Löse dich von dieser Erfahrung und bleibe eine Weile in deiner geistigen Dimension. Vielleicht auch in einer anderen physischen Dimension. Folge einfach deinen kreativen Impulsen. Denke vielleicht an die Seelen, die bereits vor dir zurück in die Heimat gegangen sind. Denke an deine geistigen Begleiter, Schutzengel oder ganz eigene Ideen. Du bist das Universum. Du bist ein Teil des Ganzen. Ohne dich geht es nicht. Auch wenn wir das hier noch nicht verstehen. Doch das Universum hält sehr viel von dir. Du kannst unsere geistige Heimat nicht mit Geld und Besitz bestechen noch beeindrucken. Denn so etwas gibt es nicht. Das ist eine Erfindung des Menschen. Deshalb bleibe weiter in dieser Dimension. Entspanne dich und mach dir bewusst, dass es all diese Dinge zu Beginn noch gar nicht gab. Alles das, wonach wir uns ausgrenzen, wonach wir uns identifizieren, das gab es irgendwann noch gar nicht. Das gab es irgendwann einmal überhaupt gar nicht. Wir erschaffen uns alles das, worunter wir leiden selbst. Mal abgesehen natürlich von den physiologischen Leiden, Erkrankungen. Natürlich können wir auch darauf einen gewissen Einfluss nehmen. Doch ist es nicht erstaunlich, wie schnell wir unseren Stress abbauen, wenn wir einfach diese Erde und damit diesen Stress verlassen? Und das mache dir immer wieder bewusst, wenn du in den Himmel schaust. Manchmal müssen wir einfach nur die Augen schließen und mit dem geistigen Auge sehen. Manche Menschen meditieren auch. Arm, reich, elitär, Lehrer, Schüler, Beamter, Akademiker, Sonderschüler, Handwerker, Arbeitslose, Aristokraten, Reinigungskräfte, Schausteller, Künstler, Politiker oder Richter. Es gibt nichts, was uns unterscheidet, wenn
die nackte Realität unserer selbst erschaffenen Identifikationen entkleidet und uns wieder am Wesen der Persönlichkeit gegenüberstellt. Wenn ich dich frage, ob du ein guter Latopikant bist, ich dir den Charakter des Wortes beibringe und den sozialen Wert bestimme, so wirst du in diesem Augenblick erst einmal gar nicht wissen, was dieses Wort überhaupt bedeutet. Denn dieses Wort habe ich gerade frei erfunden. Wie alles auf Erden. Wärst du aber in diesem Gedankenexperiment nun dazu bereit, deinen ganzen seelischen Wert aufzugeben, deine Persönlichkeit, dich stigmatisieren oder politisch, sozial vergleichen zu lassen, nur weil ich ein neues Wort kultivieren möchte und eine einflussreiche Gruppe diesen sozialen Wert dann bestimmt? Denk mal darüber nach und verwende dieses Gedankenexperiment auf unsere Gesellschaft, auf unsere Entwicklung, auf das Heute. Doch was wäre eine Erde, wenn wir nicht erst in den Himmel schauen müssen und der Himmel bereits durch die Menschen auf diesem Planeten verkörpert wird? Was wäre das für eine Gesellschaft, die uns nicht dazu verleitet, mit der Seele ins Universum zu flüchten, sondern sich hier frei und glücklich zu fühlen? Viele Menschen dürfen hier glücklich sein und bleiben von anderen Erfahrungen verschont. So blüht der Charakter erst dann in seinem Glück, wenn wir gemeinsam dort anpacken, wo wir selbst nicht sein möchten. Denn jede Perspektive ist beweglich und wir könnten der Nächste sein. Doch dazu benötigen wir mehr als nur Kalendersprüche, Heuchelei und Floskeln. Wir müssen einfach beginnen.